Kern nicht vergessen. So. Du bist ja schnell wieder da. Gut, gut, was gibt's? Ich bat dich herzukommen, damit ich dir ein kleines Geschenk geben kann. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, aber diese Domizile sind private Reiche, die von den Adepten für sie selbst geschaffen wurden. Die meisten Adepten benutzen bestimmte Methoden, um ihren Aufenthaltsort vom Rest der Welt abzuschotten und so seine Reinheit zu erhalten und nicht gestört zu werden. Danach erschaffen die Adepten einen Kanrapport für jene, die sie an diesen Ort einladen wollen. Diesen Kanrapport trägt das Zeichen der Adeptenkraft des Reiches und der Adepten selbst. So kann jeder, der den Kanrapport hat, das Reich nach freiem Willen betreten oder verlassen. Zuvor war diese Behausung in einem unvollständigen, embryonalen Zustand. Diejenigen, die du hinein eingeladen hätte, wären nur in der Lage, mit dir gemeinsam hinein und hinauszugehen, anstatt über einen langen Zeitraum bleiben zu können. Aber nun, nimm diesen Kannenrapport, den ich für dich geschaffen habe, und halte ihn in deiner Hand fest. Was soll ich jetzt als nächstes tun? Keine Sorge, du musst nur diesen Kannenrapport halten und er wird ein bisschen deine Energie entziehen. Ach ja, ich habe gehört, wie Ping erwähnte, dass du an diesen sehr vielen Orten Freunde gefunden hast. Würdest du jedem von ihnen einen Kannenrapport geben, würden wir hier noch sehr lange sitzen und Kannenrapporte anfertigen. So habe ich eine Modifikation an diesem Kannenrapport vorgenommen. Alles, was du tun musst, ist, die Handfläche der Person, die du einladen möchtest, mit dem Kannenrapport ganz leicht anzutippen. Und deine Energiesignatur wird auf ihnen verbleiben, was es ihnen erlaubt, dein Reich ganz einfach zu betreten und zu verlassen. Fast wie eine Markierung, oder nicht? Naja, irgendwie schon, aber warum musst du es so seltsam formulieren? Also hier ist dein Kannenrapport. Geh los und lade ein, wen auch immer du willst. Scheint, als wird dieser Ort bald ziemlich geschäftig werden. Kannenrapport. Was zum Geier ist ein Kannenrapport? Er hat er ja erklärt, aber. Ich finde das jetzt total sinnlos, aber okay. Sinnlos im Sinne von, man kann doch eh in meine Kanne rein. Warum sollte ich jemanden in meine Kanne einladen? Die sollen freiwillig reinkommen. Hey, yo, besucht meine Kanne. この同点も。Oh, eine wichtige Änderung. Man verlässt nicht mehr das blöde Menü. Man verlässt nicht das komplette Menü und muss ihn nochmal ansprechen. Kameraden in der Kanne.
Warte mal, oder... Das Objekt, das aus Adeptenkraft geformt wurde. Wenn man es einem Freund schenkt, kann es Freundschaft stärken. Was? Okay, Mora, eines Helden Weisheit. Würde ich auch viel gebrauchen. Baue ich davon noch drei? Komm, das kann ich aber noch nicht bauen. Zwei Plätze habe ich noch frei. Na egal, dann lasse ich sie frei. Falsch. Da wollte ich hin. Mudana jikan wo sugoshiteruto, shigoto ga owaranai wa yo. Ja, das. Ich sollte auch mal Harz verbrauchen, schnell. Halt, stopp. Sonst wird jedes Harz, was ich da hätte haben können. Ich habe schon fünf davon, okay. Gut, dann verprügel ich mal erst die Sturmschwinge und so weiter und dann nehme ich weiter auf. Ah. Warte bis zum nächsten Morgen. どうかな？私たち全員夏服に着替えたんだ。
遊びに来てるわけじゃないけど、せっかくの夏の海だし、楽しまないともったいないでしょ？変だろうか。こんなひらひらとした夏服、やはり私には合わない気が。すまない。Oh, die haben die Outfits an. Ich will das. So, arigato, Tabibito. Kedo, Jin Danjou ga wazawaza natsufuku o yoi shite ru nante. Igai da na. Jigau yo. Onee-chan ga jibun de yoi shitan ja nakute, watashi to Lisa-san ga eranda no.あっさりお姉ちゃんって呼んでるし、それに全然気づいてない。バーバラすっかり夏の海に浮かれてるな。この夏服だが、私も予想外だったよ。実はリサがくれた袋に入っていたんだ。窮地を切り抜ける道具が入っていると思ったら、まさか夏服が入っているとはな。アクセサリーまで入ってたのか。さすがリサさん。騎士団のみんなはこうまでして私を休ませたいということか。私は自分を追い込みすぎているのかもな。みんなこっち来て。ん？クレイが呼んでいるみたいだ。変なものを発見したよ。なんだ変なものって。ほら海を見て、変なものが浮いてる。何やら細長い装置のようだ。見たところ不評みたいだが。昨日海を渡った時はあんな装置なかったよね。きっとトド大魔王の仕業だよ。一夜にして現れた変な装置、怪しいな。ずっとトド大魔王が出てこないのはクレイを認めてないから？それともクレイが見つけるのを待ってる？突然海に現れた不評か。何か意味があるのかな。いいだろう。海で何が待ち構えているかは謎だ。念のため戦闘の準備をしておいてくれ。準備が整ったら私のところに。船で近づこう。やるべきことをやっているまでのこと。では準備ができたら声をかけてくれ。Kontrolliere die Kampf. Vorbereitung bitte mal. うん、私にできることは。そうそう、私も気になってたんだ。ここの海って本当に綺麗だよね。海、そして照りつける太陽、まさに理想的な夏って感じだよね。海に向かってステージを用意して、そこでコンサートをしたら
きっとお客さんも喜んでくれるだろうな。あの風評は一体何を意味しているのだろうか。この群島は世界から切り離されているみたいだ。まるで自然が作り出した秘境だな。ここまで来れたのは手紙のヒントとウェンティがトワリンを呼んで助けてくれたからだ。しかしことがうまく運びすぎていてやや不安になる。だが私がここにいるのはみんなを守るため。だから安心してくれ。何があろうとも私が共にいる。持っていくのはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレイ。海のあれは絶対ドド大魔王が置いたんだよ。悪者だからね。でもクレイは勇敢に立ち向かうよ。ドドコのために頑張る。英雄騎士のお姉ちゃん、いつもクレイを助けてくれてありがとう。準備はいいか？ではみんな、私と一緒に海へ出よう。Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Was? Wo ist mein... Hallo, ich habe den gerufen. Wo ist er? Da. Untersuche die geheimnisvollen Apparate. Kann ich das untersuchen? Ich komme da ja nicht hoch. Das ist nicht untersuchen. Das ist so ein typisches Klee-Mission hier.Ups, kaputt! Von wegen, das sind nur ein paar kleine Inseln. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los.
Okay, das mehr als ein paar Inseln jetzt.陸地全体が浮上した。おーい大魔王、クレイが捕まえに来たよ。あっかんぺー。クレイのやつ元気だな。ここ一帯が揺れ始める前に何やら装置が起動するような音が聞こえた。この海の下に巨大な装置があるのかもしれない。おそらくこの島々はその装置の上にあり、装置を起動したことによって持ち上げられたんだろう。まるで奇跡みたい。もしかして風神バルバドス様の見業？それは違うんじゃないか。他の誰かが意図的に仕掛けたんだと思うぞ。どう考えても妙だ。手紙で私たちをおびき寄せ、このような装置を使って試してくるなど、ドド大魔王ただものではない。せっかく夏のリゾートっぽい雰囲気を満喫してたのに、それどころじゃなさそうだね。とにかく私は周囲への警戒を強めよう。神団長ビシッとしててかっこいい。協力感謝する。あ、いた大魔王。あそこの島にいる。やっと見つけた。言われた通りクレイ来たよ。ボンボン爆弾の準備よし。ボンボン爆弾。あれ、海の真ん中に足場が。確かに何かいるようだな。みんな近づくのはいいが、警戒は緩めないでくれ。Kein Gewässer in der Nähe. Das Ding ist kaputt. Ja, genau. Aber jetzt sieht man, diese Inseln waren eigentlich wirklich größer. Und es gibt noch zwei neue Punkte.Thank you.
Tja, wo ist jetzt mein Wellenboot? Ah, da, neues. Das Ding ist kaputt. Muss ich das aktivieren? Was ist das denn? Neuer Boss. Was zum? Mina, Jotzkiro. Nanda? Seno takai. Ningen? Mitame wa ningen poi kedo. Nanda ka jigau yo na. Dodo Daima wa Kure ga ai ni kita yo. また、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの？クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのかな。大魔王！クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことあるの？あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって？すっごく遠いとこじゃないか。ああ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのカラクリは異邦人と言えるな。しかし今の稲妻の現状でこういったことが起きるものなのだろうか。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまで持ってきたのかな。大魔王、動かないの？クレイ、大魔王は疲れているのかもしれない。そう、寝ちゃったんだ。クレイがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠りしちゃったんだろう、きっと。そうだよクレイ、今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたらまた戻ってこようね。本当だよ、大丈夫だから。クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。
本物の大魔王はまた別のどこかにいるんだ。そうだな。クレー諦めないよ。待ってて大魔王、絶対見つけてみせるんだから。また走っていっちゃった。はあ、子供は元気だな。ちょっと待ってよクレー。Ich glaube, wenn der erwacht, gibt's Prügel.